Fuck, Alter. Ich komme gar nicht klar mit dem Auspuff. Das ist so krank. Und ich denke die ganze Zeit, ich fahre hier illegal rum. Servus, meine Freunde. Was geht? Und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, Leute, heute ist Sonntag. Heute ist wieder Bombenwetter. Und ich bin vor kurzem erst aufgestanden, deswegen erstmal schön zwei Kaffees, damit ich ein bisschen wach werde. Wenn ich an morgen schon wieder denke, dass ich arbeiten muss, obwohl das Wetter, glaube ich, nächste Woche bei uns richtig beschissen wird. Deswegen nutze ich das heute noch aus. Wie gesagt, Sonnenschein. Ein bisschen Wind ist immer noch. Ihr seht es mich gar nicht. Ein bisschen Wind ist immer noch, aber ich hoffe, der legt sich jetzt auch dann. Obwohl die irgendwie Nachmittag gesagt haben, dass es wieder bei uns schneien soll. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir müssen überlegen, draußen blauer Himmel, ein paar Wolken, windig und dann abends Schnee. Ich sage also, der März, der ist ein bisschen verrückt. Ich würde sagen, wir machen heute wieder einen kleinen Motovlog und ich habe heute die passende Tasse. Super, Dad. Also ich hoffe, ihr habt das Video gestern gesehen, wo ich euch meine neue Maschine vorgestellt habe. Wenn ja, kommentiert das Ganze gerne. Wenn nicht, schaut das Video unbedingt an. Ich weiß, es ist jetzt nichts Besonderes geworden, aber ich habe euch ja gesagt, für so richtig geile Aufnahmen bzw. so ja, Drohnenaufnahmen und sowas werde ich mit einem Kollegen zusammen machen, weil alleine ist es immer ein bisschen schwierig. Und jetzt schreibt wieder jeder, wie sieht's aus, Motorradfahren. Kommen wir gleich dazu. Was wollte ich noch ganz kurz sagen? Also wie gesagt, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut gerne unten in die Videobeschreibung oder einfach mein letztes Video. Dann Helm muss ich jetzt erstmal putzen, der sieht aus wie Scheiße. Es sind wieder so 20.000 Millionen Fliegen in mein Gesicht geflogen gestern, obwohl ich nicht mal schnell unterwegs war. Ja, das andere Problem ist, ich weiß, ich gehe jetzt schon 10.000 Mal hin und her, weil mir nichts Besseres einfällt, aber mir ist aufgefallen, ich komme irgendwie gar nicht mehr dazu, Musik zu machen, beziehungsweise was heißt Musik zu machen. Ich habe jetzt auf meinem anderen Kanal seit über 2,5 Wochen keinen neuen Mix hochgeladen. Ich habe schon neue Musik zusammengesucht, beziehungsweise schon in meinen Ordner sortiert, aber ich bin irgendwie noch nicht dazu gekommen, den neuen Mix zu machen, weil jetzt seit gestern das Wetter so geil ist und ich einfach das ausnutzen will für mein Motorrad, beziehungsweise um Motorrad zu fahren, weil deswegen habe ich es mir ja gekauft. Und wenn ich höre, dass nächste Woche wieder scheiß Wetter werden soll, nutze ich das jetzt lieber so aus und vielleicht gehe ich heute Abend noch ein bisschen ins Studio. Apropos Studio, hat sich hier so gut wie nichts getan. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich habe jetzt keinen Bock, oder warte mal. Ich mache mal kurz eine Softbox an, Leute. Es hat sich hier sehr, sehr wenig getan. Ich wollte eigentlich hier noch ein bisschen aufräumen, beziehungsweise umräumen. Aber meine Motivation war auf Null. Hier hinten immer noch die Verpackung. Wie gesagt, das ist eigentlich eine Sache von 10 Minuten, Viertelstunde, den ganzen Müll hier rauszubringen. Allein ich habe hier noch, wie euch ja schon gezeigt, einen ganzen, oder beziehungsweise einen Karton von den blauen Absorbern, wo nur noch zwei Stück drin sind. Das heißt, ich müsste die eigentlich nur raustun, die zwei Stück irgendwo ablegen und dann den Karton wegschmeißen. Aber irgendwie fehlt mir die Motivation. Den Tisch da hinten, die Werkbank habe ich auch noch nicht angefangen. Mein Gott, wo soll das alles hinführen? Dann, was ich gerade gesehen habe, Leute. Hier. Von der letzten Party, beziehungsweise von meinen letzten Kollegen, die hier im Studio waren, nutzen die einfach diese Ablage als Bierablage. Auch nicht schlecht. Und jetzt würde ich sagen, ich switch jetzt wieder hoch ins Wohnzimmer, weil ich mache mich jetzt fertig. Heute werde ich wahrscheinlich nur eine Stadttour machen, beziehungsweise Motorvlog, wo ich durch die Stadt fahre. Ziehe nur den Hoodie an, beziehungsweise diese Jeans hier mit diesen sexy Schuhen. Nein, Spaß, aber ich werde heute nur im Hoodie fahren. Ich weiß, man sollte ja immer eine Lederkombi oder Schutzkleidung anhaben, aber ich mache heute mal eine Ausnahme. Ich habe jetzt keinen Bock, in die Lederkombi reinzusteigen, beziehungsweise anzuziehen, weil ich fahre heute wahrscheinlich eh nur durch die Stadt und quatsche ein bisschen mit euch. Deswegen trotzdem vorteilhafter wäre es immer eine Lederkombi bzw. Schutzkleidung zu tragen. Jetzt würde ich sagen, ich ziehe mich um und los geht's. Und somit herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Motovlog hier auf meinem Kanal. Und hier kommt mir gleich eine Husqvarna 701 entgegen. Na, schickes Ding, aber ich fahre KTM. Ja, Leute, ich hoffe, wie immer, euch geht's gut da draußen. Ich habe jetzt die Perspektive spontan schon auf einem Motovlog gewechselt. Ich merke gerade, dass das Kabel direkt vor meinem Mund irgendwie ist. Ihr wisst ja, das ist ja nur lose in dieses Netz oder liegt nur lose im Netz drinnen. Ja, ich suche jetzt mal wieder einen kleinen Spot aus. Ich weiß auch schon wo.
Ich dachte eigentlich, dass ich heute mit ein paar Kollegen fahre, aber die haben sich jetzt leider nicht mehr gemeldet. Jetzt haben wir schon kurz vor 1. Auf meiner Uhr steht 13.32 Uhr. Die muss ich jetzt auch irgendwann mal umstellen. Ich hoffe auch von der Perspektive, dass es so passt. Wie gesagt, es war jetzt noch... Was kommt da? Ah, 125er. Ah, die schnupfe ich alle. Die schnupfe ich. Waren das 125er? Keine Ahnung. Mein ABS blinkt immer noch so wie gestern. Ich hoffe, ihr habt das Video, wie gesagt, gesehen. Wenn nicht, checkt das gerne ab. Und jetzt lassen wir hier nochmal kurz knattern. Yeah. Schickes Ding. Was war das? Eine R1, oder? Oh. So, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich hinfahren muss. Doch, hier lang. Also wie gesagt, das Video könnt ihr echt gerne mal abchecken. Und hier kommt so ein kleiner Tunnel. Da gönne ich mir erstmal 3000 Umdrehungen und einmal knattern. Ja. Scheiße, Mann. Fuck, Alter. Ich komme gar nicht klar mit dem Auspuff. Das ist so krank. Und ich denke die ganze Zeit, ich fahre hier illegal rum, weil so laut wieder ist. Eigentlich wollte ich ja schon längst geile... Was ist das für ein Kennzeichen? Wo kommt denn die her? Schweiz! Das ist der Schweiz. Eigentlich wollte ich ja schon selber noch so geile Aufnahmen machen mit meiner Drohne und so. Aber irgendwie haben meine Kollegen gerade keine Zeit und alleine ist halt ein bisschen blöd. Deswegen... kommt heute nur ein normaler Motorvlog. Kurz Spiegel schauen. Boah, richtig sexy. Genau, und dann wollte ich mit euch nochmal kurz sprechen, warum ich eigentlich die KTM gekauft habe. Ich habe zwar in dem anderen Video, beziehungsweise in meinem letzten Video euch ja schon gesagt, deshalb, aber es gab halt ein paar Gründe und die wollte ich mit euch ein bisschen sprechen und wir schauen uns das Motorrad nochmal ein bisschen genauer an. Weil gestern war es ja ziemlich spontan und ich habe euch ja eigentlich nur kurz gezeigt, wie sie aussieht. Genau, jetzt würde ich sagen, sind wir eh gleich da. Jetzt kommen sie alle mit der Touring. So, dann fahren wir jetzt hier mal rechts. Okay. Motorradfahrer verboten. Ich hoffe jetzt hier keine Polizei. Aber wie sie schnurrt, mein Baby. Nächste Woche muss ich sie richtig putzen, dass sie richtig glänzt. Allein was man hier für geile Shots machen kann. Mit der Drohne, hier so mit dem Moped. Ja, wäre schon was. Da machen wir es halt so. Ich sage euch jetzt einfach unter der Fahrt, warum ich die gekauft habe und was heißt warum, sondern was einfach der Grund war, der größte Grund war einfach, ich wollte schon immer eine KTM, das habe ich euch ja schon gesagt, und schon immer eine 690 SMC, und zwar die R auch noch, jetzt habe ich ja die R. Es war so schwierig, eine zu finden, weil die meisten, die eine besitzen, verkaufen die natürlich nicht, verstehe ich auch, weil ich habe jetzt meine auch schon 2 Wochen und ich weiß ganz genau, die werde ich jetzt noch sehr, sehr lange fahren, oder ich hoffe noch sehr lange fahren. Kilometerstand geht ja auch noch voll klar. Jetzt muss ich nur mal schauen, wo ich jetzt hier lang fahre. Ich fahre jetzt einfach irgendwo gemütlich rum, quatsch ein bisschen mit euch. Genau, also wie gesagt, SMCR 690. Es war auch erst die Überlegung, oder ich habe erst geschwankt zwischen der Husqvarna 701 und der Supermoto, der 690 SMCR. Ich habe mir beide mal auf YouTube angeschaut, beziehungsweise ein paar Videos drüber angeschaut, wie sich die so fährt, wie sich die KTM fährt. Und die Husqvarna, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, hat ja den gleichen Motor drin wie von der KTM, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Und hier darf ich sogar Moped fahren. Das ist ja geil. Und ich habe jetzt beim letzten Video, wo ich geschnitten habe, habe ich gemerkt, dass der Sound nicht 100% hundertprozentig perfekt rüberkommt. Also in echt hört sich das echt nochmal ganz anders an.
Und genau, also ich habe halt geschwankt zwischen Husqvarna 701 und KTM. Und dann hatte halt ein Kollege von mir die KTM, genau die gleiche, was ich jetzt habe. Bin mal kurz gefahren und dann wusste ich schon, das ist sie und das wird sie sein. Weil die sich so geil fahren lässt, Leute. Und die hat so viel Dampf und Wheelies werde ich natürlich auch probieren irgendwann. Aber wie gesagt, erstmal muss ich mit der ein bisschen warm werden. Allein schon da hinten könnte man richtig geile Fotos machen. Ich blende euch jetzt hier mal kurz eins ein, was ich gestern mit meinem Handy gemacht habe. Müsst ihr alle mal schauen. Das Ding ist halt immer, wenn man alleine unterwegs ist, kriegt man halt nie so geile Fotos hin wie zu zweit oder so. Allein hier mit der Brücke. Boah, das wäre so heftig. Oder hier entlang, einfach runterfahren. Gönnt euch das mal. Ja, alle nutzen das Wetter jetzt aus. So. Alter, ist das schon wieder teuer. Abschütteln. Dass kein Tropfen daneben geht. So, Freunde. Dieses Video ist so komplett durcheinander. Ich glaube, jetzt beende ich mal langsam das Video, weil sonst wird es noch schlimmer. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dran. Euch hat das Video ein bisschen gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video, Leute. Bis dann, bleibt stabil und ciao.